Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zu Kapitel 5 meines Grundlagenkurses zur Funktionalanalysis. Für euch ist das ein ganz kurzer Sprung, für mich liegen da jetzt 2 Wochen zwischen. Deswegen fangen wir auch mal wirklich an mit einer kleinen Wiederholung der letzten Definition, auch damit ich da wieder gedanklich reinkomme. Wir haben im letzten Video aufgehört mit dieser Definition 5.7, wie sie jetzt auch hier gerade steht. Und die sagt Folgendes aus: Wenn wir zwei normierte Räume betrachten, x und y, und dazwischen einen linearen Operator, der stetig sein soll, dann haben wir dieser Zahl Norm t als das Supremum über x aus der Einheitskugel über die Norm t angewandt auf x den Namen Operatornorm verpasst, haben die Menge aller linearen stetigen Abbildungen von x in den Körper k als Dualraum bezeichnet. Das ist dieser zweite Teil, Teil b. Und wir haben gesagt, ein Element des Dualraums heißt ein stetiges lineares Funktional. Das waren die Begrifflichkeiten, die wir quasi beim letzten Mal noch angerissen haben. Jetzt wollen wir daraus erste Konsequenzen ziehen. Und zwar wollen wir zunächst mal zeigen, dass diese Operatornorm eine submultiplikative Norm ist. Das heißt, wenn ich zwei Operatoren hintereinander ausführe bzw. miteinander multipliziere, dann kann ich die nach oben abschätzende Operatornorm durch das Produkt der einzelnen Operatornorm. Und wie das genau aussieht, das regelt jetzt das Lemma 5.8. Und das werde ich jetzt formulieren und dann auch im Anschluss beweisen. Mal vorher muss ich noch eben einen Schluck trinken. Sonst geht das nicht gut. Weil sonst fange ich nämlich gleich wieder sofort an zu husten. Das wollen wir ja auch nicht. Also, wir fangen an mit Lemma 5.8. So, jetzt war es T, es war T, hervorragend. Wie gesagt, 2 Wochen her, Programm nicht mehr bedient, das resultiert in sowas hier. Das Scrollen sollte eigentlich gehen. Naja, gut. Jetzt geht's. Wunderhübsch. Hübsch. Also, was nehmen wir uns dafür? Wir nehmen uns 3 normierte Räume, x, y und z. Normierte Räume. Und dann nehmen wir uns 2 Operatoren, nämlich einmal den Operator t in der Menge der stetigen linearen Abbildung von x auf y und einmal s in der Menge der stetigen linearen Abbildung von y auf z. So. Ja, wenn das gilt, oder wenn wir das hier haben, dann folgt, dass st in L von x auf z ist, also ist eine lineare Abbildung von x nach z. Und wir kriegen eben diese Abschätzung, Norm, also Operatornorm von st ist kleiner gleich als die Norm von s in der Operatornorm mal die Operatornorm von t selber. Und diese Schreibweise ts, die ist auf den ersten Blick natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich. Einfach weil die alles sein könnte, nämlich Hintereinanderausführung oder Produkt. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Kurzschreibweise für die Hintereinanderausführung. Das heißt, wir wollen zuerst den Operator t anwenden und dann den Operator s. So, und damit das hier einheitlich steht, oder nachher einheitlich steht, schreibe ich es einmal hier hin, was hiermit denn überhaupt gemeint ist. Also das ist einfach die Hintereinanderausführung, genauso wie hier oben. Dann haben wir das nämlich einmal hintereinander weg. Das heißt, was tut dieser Operator? Der fängt quasi im Raum x an. Warte, das mal in Rot. Ne, das ist kein Rot. Das ist ein Rot. Der fängt in x an, geht dann nach y, und nach y kommen wir mittels des Operators t, weil der ist ja gerade in der Menge der stetigen linearen Operatoren von x auf y gelegen. Ja, und von y nach z, da kommen wir dann mit dem linearen Operator s. Das heißt, dieser Operator st bzw. s nach t, der bezeichnet gerade den direkten Weg von x nach z. Und die Bedeutung des Satzes ist also im Wesentlichen, wenn wir 2 lineare Operatoren haben zwischen solchen aufeinander aufbauenden Räumen sozusagen, dann ist die Verkettung davon wieder linear und die Verkettung ist submultiplikativ.
in der Operatornorm. So, und das wollen wir jetzt beweisen. Und das geht relativ fix, weil wir haben ja im Beweis von Satz 5.4 eine ausgezeichnete Ungleichung bewiesen. Und zwar, wir erinnern uns, Satz 5.4, das war der Satz, der die gleichmäßige Stetigkeit und Beschränktheit von Operatoren gekennzeichnet hat. Und was haben wir da bewiesen? Wir haben bewiesen in diesem Beweisschritt von D nach A. Das war, wir wollten zeigen, wenn die Operatornorm kleiner unendlich ist, dann ist der Operator beschränkt. Da haben wir hier diese Ungleichung bewiesen. Nämlich, dass die Norm von t angewandt auf x kleiner gleich der Operatornorm x mal die Norm von x selber ist. Und das Ding, das brauchen wir jetzt. Deswegen geben wir dem jetzt mal den Namen Sternchen. Nochmal so im Nachhinein. Und das werden wir jetzt auf die Hintereinanderausführung anwenden. Und dann erklärt sich auch, wenn man den Beweis sieht, warum man das hier häufiger mal so in diese Kurzschreibweise packt. Denn was haben wir? Und wir betrachten einfach mal die Norm von st angewandt auf x. Hier erklärt sich an sich schon, warum man diese Kurzschreibweise nimmt, weil dann hat man diese schöne Operatorschreibweise mit Operator angewandt auf einen Punkt in dem Raum, eben auch wieder in dieser klassischen Art und Weise geschrieben und nicht in dieser Klammerschreibweise. Die ist manchmal ein bisschen unhandlich, auch in der Optik. Und das schreibt man sich jetzt erstmal aber einmal so hin, dass man sieht, was genau passiert. Das ist nämlich nichts anderes, als wir wenden S an auf das Bild von x unter t. Und darauf wenden wir jetzt diese Ungleichung an, die wir aus Satz 5.4 hatten. Also hier rein geht Sternchen in 5.4. Das ist dann nämlich kleiner als die Operatornorm von S mal die Norm von tx. Wobei die Norm jetzt natürlich gemessen werden muss im Bildraum t, also in dem y, also bezüglich der y-Norm. Das ist aber irgendwie selbstverständlich. Und hierauf wendet man jetzt die gleiche Ungleichung nochmal an. Und dann hat man hier stehen Norm s, eine Operatornorm, mal die Operatornorm von t, ja, mal die Norm von x in dem Raum. Und daraus folgt dann natürlich sofort die Behauptung, weil das ist eine Ungleichung, die gilt für x, oder das ist eine Gleichung. Das hier ist eine Gleichung, das ist eine Ungleichung, die gilt für x aus x. Und damit haben wir hier den Beweis dieses Lemmas schon abgehakt. Das ist auch zugegebenermaßen eine relativ einleuchtende Feststellung, die wird man aber häufiger mal gebrauchen, einfach so, weil die in Beweisen mal ab und zu vorkommt, ohne dass man sich großartig Gedanken darüber macht, dass sie vorkommt, weil das ist eigentlich so eine Ungleichung der Marke, ist irgendwie klar, dass die gilt, aber man muss es natürlich einmal gezeigt haben. Das haben wir hiermit getan und jetzt können wir uns wieder den spannenderen Fragen zuwenden. Und eine dieser spannenderen Fragen, die ja, wirft zunächst mal Satz 5.9 auf, aber beantwortet sie dann naturgemäß wieder sofort. Und zwar ist das die Frage, wann so ein Raum stetiger linearer Operatoren vollständig ist. Also in welchen Fällen ist der Raum L von xy für zwei normierte Räume xy vollständig? Und das ist gerade das Ergebnis aus Satz 5.9. Das ist genau dann der Fall, wenn y vollständig ist. Wobei das genau dann jetzt aus sprachlicher Sicht zu betrachten ist und nicht aus Äquivalenzsicht. Also, was haben wir konkret? Wir haben konkret das Setting, wir haben zwei normierte Räume xy. Zack. Und haben jetzt die Aussage, oder die erste wichtige Aussage, und zwar, wenn das y vollständig ist, dann folgt daraus, dass der Raum der stetigen linearen Operatoren von x auf y vollständig ist. Das ist sozusagen Teil A. Und im Konkreten, oder im, ja, das, was man jetzt so konkret nennen kann, der Dualraum von x ist ein Banachraum. Das ist eine Folgerung, wie wir gleich sehen werden, zumindest bei unserer Einschränkung an die Körper, die in dem x drinstecken können. Ja, das wollen wir beweisen. Da muss ich kurz ein bisschen Zettelwirtschaft betreiben. Aber der Beweis ist im Wesentlichen entlanggehen anhand der Definitionen, die wir haben. Und da ist noch keine wirkliche Idee drin. Also, was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass ein Raum vollständig ist. Was müssen wir dazu machen? Naja, wir müssen unsere Cauchy-Folge in diesem Raum nehmen und zeigen, dass die Cauchy-Folge konvergent ist.
Ja, und das machen wir jetzt folgendermaßen, also zu A. Wir nehmen uns mal so eine Cauchy-Folge und nennen die Tn. Also sei Tn eine Cauchy-Folge in L von xy. Und x aus x wählen wir uns fest. Also wir nehmen uns einfach einen Punkt, an dem wir das Ding auswerten wollen, weil das ist ja insbesondere eine Funktionenfolge. Das heißt, wir müssen hier über punktweise Konvergenz reden. Deshalb reicht uns ein festes x aus x, indem wir das ganze Ding auswerten. Ja, was heißt Cauchy-Folge? Das heißt, wenn wir die Norm nehmen von tm angewandt auf x minus tn angewandt auf x, können wir das ja zunächst mal sozusagen ausklammern, das x als Argument, nämlich es ist tm minus tn als Operator angewendet auf x. Ja, und das ist dann gerade wieder nach dieser Ungleichung aus 5.4 kleiner gleich als die Norm von tm minus tn, also in der Operatornorm gemessen, mal die Norm von x in dem normierten Raum. Ja, und das heißt, die Bildfolge dieses x, also tn angewandt auf x, ist eine Cauchy-Folge. Cauchy-Folge. Wo liegt die Bildfolge? Die liegt in y. Und y war ja vorausgesetzt in der Satzformulierung als vollständig, das heißt, das Ding ist konvergent als Bildfolge. Das ist ein V, kein W. Also konvergent. Damit hätten wir im Wesentlichen schon mal die Konvergenz gezeigt an der Cauchy-Folge. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass der Grenzwert dieser Folge tnx, dass der auch wieder ein linearer Operator ist, weil sonst haben wir nichts gewonnen, sonst liegt der Grenzwert irgendwo. Wir wollen aber natürlich, dass der Grenzwert wieder in L von xy liegt, weil sonst bringt uns dieser ganze Beweis nichts, beziehungsweise sonst bringt uns dieser Schritt im Beweis keinen Mehrwert. Also, ich schreibe das nochmal ganz lapidar hin, noch zu zeigen für A. Der Limes n gegen unendlich, tn angewandt auf x. Das ist an sich ein Operator und der soll wieder oder der muss wieder liegen in L von xy, damit halt die Aussage auch wirklich gilt. Und damit wir hier nicht immer dieses längliche Ding schreiben müssen, definieren wir uns jetzt was, und zwar wie diese Grenzfunktion oder dieser Grenzoperator heißen soll. Und zwar wir definieren auch relativ lapidar einfach erstmal t von x als diesen Limes n gegen unendlich tn angewandt auf x. Warum jetzt hier Klammern bei mir im Skript stehen, das weiß ich auch, im Beweis stehen, weiß ich auch noch nicht ganz genau. Das Ding soll natürlich auch einfach als Operator gesehen werden. Was man sofort sieht, wo man nicht viel zu machen muss, das ist, dass diese Abbildung linear ist. Also da werde ich jetzt auch nicht großartig Worte zu verlieren. Diese Abbildung ist linear. Na gut, was sieht man natürlich sofort, wenn ich hier x plus y reinwerfe, kann ich das in dem Limes auseinanderziehen, weil die tn alle linear sind. Wenn ich eine Alpha reinschmeiße, kann ich es aus dem tn rausziehen, weil die tn alle linear sind. Also da muss man sich tatsächlich keinen großen Gedanken machen. Das heißt, was müssen wir jetzt im Wesentlichen zeigen? Dass nämlich entweder tn wirklich hart gegen t konvergiert oder alternativ dazu, dass das tx hier beschränkt ist. Das tx beschränkt zu zeigen, das ist ein bisschen knubbelig. Deshalb wählen wir hier den anderen Weg. Der sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich ein bisschen komplizierter aus, aber ich habe es mal auf dem anderen Weg probiert und ich bin zumindest zu keinem Ergebnis gekommen. Das soll aber nicht heißen, dass es da nicht auch einen Beweis gibt, der das tut. Also zu Epsilon größer 0. Wissen wir, gibt es so ein N0 aus den natürlichen Zahlen, sodass Folgendes gilt, nämlich dass die Norm von tm angewandt auf x minus tn angewandt auf x kleiner gleich wird als Norm tm minus tn in der Operatornorm mal Norm x. Das ist das, was wir oben schon hingeschrieben haben. Ja, und das hier, das wird kleiner gleich epsilon mal x für nm größer gleich n0. Das ist nämlich einfach nochmal hingeschrieben, was eigentlich die Cauchy-Eigenschaft einer Folge ist. Nämlich, dass die Folgenglieder beliebig nah aneinander liegen ab einem gewissen Index. Nur halt haben wir jetzt hier als Folgenglieder in dem Sinne wirklich hart Funktionen stehen und das ist halt das Einzige, was sich ändert, aber der Rest ändert sich halt nicht. Und jetzt lassen wir das m isoliert gegen unendlich gehen. Das ist auch wieder im Wesentlichen kein funktional-analytischer Trick, sondern das ist so ein Standardding aus der Analyse. Das macht man da auch mal häufiger.
Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn wir so Grenzübergänge gehabt haben für Epsilon gegen 0 oder irgendwas anderes. Also, wenn man halt irgendwas hat, wo ein Grenzübergang mal sinnvoll oder möglich ist, sollte man immer mal probieren, das oder das einfach auszuprobieren, weil es kann häufig mal helfen. Weil was wissen wir jetzt? Aufgrund dieser Ungleichung hier können wir dann sagen, dass wenn wir jetzt das m gegen unendlich stehen lassen, dass das hier ja als Bildfolge gegen tx konvergiert. Das heißt, dann haben wir hier das Ding, was wir abschätzen müssen. Und wissen aber natürlich auch, weil hier hinten nichts über m gesagt ist, dass das dann entsprechend kleiner gleich Epsilon mal die Norm von x ist. Und zwar jetzt halt nur noch für das n größer gleich n0. So, und das ist ein recht entscheidender Schritt, weil damit haben wir jetzt nur noch eine Folge hier stehen, die quasi nur noch von diesem einen Folgenindex n abhängt und nicht mehr von dem m und n. Ja, was möchte mir dieser Ungleichung denn jetzt eigentlich sagen? Das möchte mir sagen, dass das, was hier vorne steht, nämlich t minus tn angewandt auf x, dass das eine stetige Abbildung ist. Dass das eine stetige Abbildung ist. Ja, und jetzt weiß ich, Summen von stetigen Abbildungen sind ja wieder stetig. Und ich weiß, die tn selber müssen stetig sein, weil die waren ja linear. Dann sagt uns der Satz 5.4, sie sind sogar gleichmäßig stetig, linear beschränkt. Und das heißt, ich kann mir das t schreiben als t minus tn plus tn. Und das ist dann als Summe stetiger Operatoren auch wieder stetig. Jetzt kann ich mir quasi wieder umgekehrt hinschreiben, was heißt Stetigkeit als Ungleichung ausgedrückt. Das heißt, die Operatornorm von t minus tn, die wird kleiner gleich Epsilon ab diesem Index n0. Ja, und das heißt wiederum nichts anderes, als dass t n als Folge konvergiert, wogegen gegen t, und t ist dann ein Element des Raumes aller linearen stetigen Abbildungen von x in y. Das heißt, der Grenzwert, so wie wir ihn hier oben definiert haben, wo haben wir es hier, der liegt wieder in L von xy. Das wollten wir zeigen, und daraus folgt dann zusammengenommen die Aussage aus Teil A. Ja, und Teil B ist jetzt gewissermaßen Einzeiler, weil da muss man nur geschickt das Ergebnis von Teil A einsetzen. Und zwar, das folgt direkt aus A, wenn wir für y einfach mal unser k nehmen. Und unser k ist ja immer beschränkt, entweder ist es in R oder in C. Das klingt ein bisschen komisch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die Auswahl für unser k ist beschränkt. Das k selber natürlich nicht, weil sowohl R als auch C sind unbeschränkt. Aber ja gut, der Feind der Logik ist ja die natürliche Sprache. Das wissen wir ja auch alle. Warum folgt das dann? Naja, es folgt wegen x', ist ja nichts anderes als der Raum aller stetigen linearen Abbildungen von x auf die Menge k. Die beiden Dinger sind beide vollständig bezüglich der normalen Metrik bzw. des normalen Abstandsbegriffes. Ja, und dementsprechend folgt die Aussage sofort aus der allgemeineren Aussage, dass wenn y vollständig ist, dass dann auch der Raum L von xy ein vollständiger Raum ist. Damit haben wir diesen Satz schon mal erfolgreich bewiesen. Das Blatt brauche ich gleich nochmal. So haben wir rechts an. Das wäre also der Satz 5.9. Und jetzt wollen wir nochmal aufgreifen, was wir im letzten Kapitel zum Satz von Arcela-Ascoli gemacht haben. Da hatten wir ja gleichstetige Funktionenmengen eingeführt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wann ist denn so eine Teilmenge dieses Raums L von xy gleichstetig? Das heißt, wann kann man das Delta in der Stetigkeitsbedingung unabhängig von der Funktion wählen und unabhängig von dem gerade fixierten n. Und das macht der Satz 5.10. Wupp, wupp, wupp. Der sagt jetzt Folgendes aus. Wir nehmen uns xy normiert, also quasi im Moment unser Standard-Setting, weil wir irgendwie immer nur auf normierten Räumen arbeiten, sozusagen zum aktuellen Zeitpunkt. Und wir nehmen uns so eine Funktionenmenge h raus aus dem L von xy. Und dann gilt, diese Menge h ist halt gleichstetig. Genau dann, wenn, und jetzt kommt der Gag, c, das ist eine Konstante, das soll das Supremum sein über alle Operatornormen, wobei wir die Operatoren halt aus der Menge h rausnehmen. Diese Konstante soll endlich sein. Dann haben wir eine gleichstetige Funktionenmenge. Das heißt, die Operatornorm als Zahl steht in direktem Zusammenhang
zum dem Begriff der Gleichstetigkeit. Und mit dem Begriff der Gleichstetigkeit steht auch immer direkt im Zusammenhang der Satz von Arcela Ascoli. Das heißt, das greift alles schön ineinander. Der Beweis ist jetzt gar nicht so schlimm. Und zwar müssen wir halt in beide Richtungen getrennt argumentieren. Das ist aber auch nichts Neues an sich. Und wir fangen mal an mit der Richtung, wenn wir eine gleichstetige Menge haben, dann soll gefälligst dieses c kleiner unendlich sein. Und da machen wir mal eine ganz klassische Kontraposition. Wir nehmen mal an, c wäre gleich unendlich. Das heißt, das Ding hier gilt nicht. Wenn wir daraus jetzt folgern können, dass h nicht gleichstetig ist, haben wir den Satz bewiesen. Was heißt denn, dass c ist unendlich? Das heißt, für jedes n aus den natürlichen Zahlen existiert ein Operator Tn in der Menge H, sodass die Norm dieses Tns, dass das größer ist als n. Und gleichzeitig muss natürlich eine Folge, oder gleichzeitig muss keine Folge, sondern ein xn aus x existieren, sodass Norm xn kleiner gleich 1 impliziert, dass Norm Tn angewendet auf dieses xn größer ist als n. Dieses n als Index hier, das muss man einfach im Wesentlichen so sehen, man nimmt sich halt diesen Operator t und ordnet dem quasi diesem n zu. Man sollte nur halt nicht schreiben t von n, weil dann wird man ja wieder das Ganze in eine funktionale Abhängigkeit pressen. Das soll also einfach nur heißen, es gibt so einen ausgezeichneten Operator zu dieser natürlichen Zahl in der Menge h. Der muss erfüllen, dass die Operatornorm größer ist als n ist. Und wenn das natürlich für jede natürliche Zahl so einen gibt, dann ist die Menge der Operatornorm garantiert nicht beschränkt. Also existiert auch kein Supremum. Und gleichzeitig muss dann allerdings natürlich auch noch ein xn aus der Einheitskugel existieren, sodass den Operator oder dass die Norm von Tn angewandt auf xn größer ist als dieses n, damit wir hier sinnvoll von der Operatornorm unbeschränkt sprechen können, weil die Operatornorm ist ja gerade angewandt oder ist gerade definiert als das Supremum über Tn angewandt auf alle x. Und die x kommen aus der Einheitskugel. Das heißt, man muss sich zu diesem n aus n auch ein entsprechendes x aus der Einheitskugel wählen, das von Tn dann so abgebildet wird, dass es größer wird als n. Ja, und jetzt muss man sich quasi nur noch überlegen, warum die Menge dann nicht gleichstetig sein kann. Und das macht folgende Überlegung. Und zwar für y. Jetzt definieren wir tatsächlich quasi nochmal eine andere Zahl in Abhängigkeit von diesem xn. Wir sagen einfach, das ist 1 durch n mal xn. Gilt, wenn ich die Norm haben möchte von dem y, dann ist das ja das gleiche, von dem yn. Da muss man ein n dran. Das ist nämlich auch wieder ein y, was halt von dem n, was man wählt, abhängig ist. Dann ist das das gleiche, als wenn ich von dem yn in der Norm nochmal eine 0 abziehe. Ja, und das ist aber natürlich kleiner gleich als 1 durch n. Denn das xn ist ja in der Norm nach oben durch 1 beschränkt. Das heißt, das können wir quasi weglassen. Das ist sozusagen ein Zweig des Ganzen. Aber jetzt kommt das, was es zum Widerspruch führt. Wenn ich die Bildfolge tyn betrachte, minus t angewandt auf 0, das ist der einzige Fall, wo ich bei Operatoren übrigens weiter in Klammern schreiben möchte, weil ich den anderen Fall, dass man t0 dahin schreibt, auf gleicher Höhe irgendwie ein bisschen hässlich finde. Aber die Bildfolge, die hier drin steht, die ist jetzt natürlich im Betrag immer größer als 1. Aufgrund dieser Eigenschaft hier. Ja, und das heißt, wir haben hier eine Folge, die ist nachweislich quasi, wenn wir das jetzt als Folge betrachten würden, dann ist sie nachweislich konvergent. Aber die Bildfolge bleibt halt größer als 1. Ja, und daraus folgt, dass h kann nicht gleichstetig sein. Weil sonst müsste ich das Ding hier ja kleiner als irgendeine vorgegebene Schranke kriegen. Und diese Schranke darf nicht von dem Operator abhängen. Aber wir sehen hier, es gibt zu jedem natürlichen Zahl einen Operator, sodass diese Schranke garantiert nicht erfüllen kann. Und dementsprechend kann ich die Schranke, die in der Stetigkeitsbedingung drin steht, nicht unabhängig vom Operator wählen. Und damit hat man halt diese Geschichte, dass eine Menge gleichstetig ist, eben nicht erfüllt. Und daraus folgt dann eben, dass das h nicht gleichstetig ist. Das ist jetzt aber natürlich ein Widerspruch dazu, dass wir vorausgesetzt haben, dass in dieser Richtung die Menge h gleichstetig sein soll. Und damit haben wir diese Richtung schon mal bewiesen. Und das nutze ich zum Anlass, um nochmal kurz einen Schluck zu trinken.
So, da bin ich wieder. Und die Rückrichtung, die ist jetzt ein bisschen kürzer, da müssen wir nicht ganz so viel Hirnschmalz reinstecken. Wir gucken uns einfach mal an, was passiert denn, wenn ich tx minus ty betrachte. Das ist dann ja nach dieser Ungleichung aus 5, 4 wieder kleiner gleich als die Operatornorm von t mal die Norm von x minus y. Die ist jetzt natürlich nach Voraussetzung der Rückrichtung durch das c nach oben beschränkt, mal Norm x minus y, und zwar für alle t aus h, t, nicht tau. Ja, und das heißt natürlich, die Menge ist gleichstetig, weil dieses c ist gerade die nicht von t abhängige Konstante in der Stetigkeitsbedingung und damit folgt die Rückrichtung. Gut. Entschuldigung. Das war sozusagen der vorletzte Satz. Wir wollen uns jetzt noch einen Satz angucken, den wir in ähnlicher Form später nochmal kennenlernen werden, und zwar als Satz von Banach-Steinhaus. Das ist jetzt sozusagen eine Vorform dieses Satzes. Warum? Und das ist der Satz 5.11, und der sagt etwas aus über Konvergenz auf präkompakten Teilmengen bei so einer Operatorfolge. Und der ist tatsächlich... falsche Taste. Und der ist tatsächlich von einer recht hohen Wichtigkeit. Und zwar macht er Folgendes. Wir nehmen uns zwei normierte Räume. Davon soll das Y vollständig sein. Das ist ein Setting, das kennen wir schon. Das hatten wir nämlich gerade im Wesentlichen schon so in 5.9a benötigt. Dann nehmen wir uns eine Folge von Operatoren in L von XY. Mit C als dem Supremum N aus N über die Folgenglieder in der Operatornorm, also über die Operatornorm Tn. Das C soll kleiner unendlich sein. Und zudem soll diese Folge punktweise konvergieren, und zwar auf einer dichten Menge A in X. Ein Bandwurmsatz. So, wenn wir das haben, dann können wir Folgendes folgern. Tx gleich Limes n gegen unendlich Tnx existiert, und zwar für alle x in x. Das ist dann sozusagen eine Folgerung daraus, dass wir die Konvergenz auf einer dichten Menge haben, weil durch eine dichte Menge kann ich jedes Element in x approximieren. Dieses t als Grenzoperator, das liegt dann wieder in L von xy. Die Operatornorm ist durch diese Konstante c nach oben beschränkt. Und jetzt kommt das, was eigentlich interessant ist, die Konvergenz ist gleichmäßig, und zwar auf präkompakten Teilmengen. Und der Satz ist natürlich irgendwie schon ganz angenehm oder ganz interessant, denn wir können ja die präkompakten Teilmengen und auch die gleichstetigen Teilmengen eines Raums, insbesondere von CK, immer über den Satz von Azela-Ascoli identifizieren. Und das heißt, wenn wir so eine präkompakte Teilmenge haben und darauf nachrechnen können, dass das hier gilt, und das ist ja verhältnismäßig einfach nachzurechnen, weil das ist nämlich eine Rechnung, dann haben wir sofort, dass die Konvergenz dieses Operators gleichmäßig ist wie dieser präkompakten Teilmenge. Und das ist natürlich durchaus eine ganz angenehme Eigenschaft von diesen Operatoren. Und diese ganz angenehme Eigenschaft hat auch einen recht angenehmen Beweis, denn wir haben eigentlich schon alles gezeigt. Wir haben nur noch zu zeigen, dass der Grenzoperator hier wirklich in L von xy liegt und dass die Norm von t kleiner gleich c ist. Das sind die einzigen Sachen, die noch zu zeigen bleiben. Der Rest der Aussagen, die folgen direkt aus Lemma 4.19. Und das Lemma 4.19, das hat gesagt, jeder normierte Raum ist metrisch. Das sind die Anwendungen. Das Lemma hat das nicht gesagt. Jeder normierte Raum ist metrisch, aber in Kapitel 1 schon abgehakt. Habe ich das Funktionalanalyse-Skript gerade auf? Ja. Gucken wir uns mal an, was das wirklich heißt, das 4.19. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Hier haben wir es. Wir haben zwei metrische Räume.
Und n als metrischer Raum sei zudem vollständig. Dann haben wir hier eine gleichstetige Folge gewählt auf der Menge der stetigen Funktion. Die soll auf einer dichten Menge punktweise konvergieren. Dann ist gn auf ganz m punktweise konvergent und die Konvergenz ist gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen von m. Jetzt setzt man hier einfach m und n als x und y fest. Das sind dann normierte Räume, weil jeder normierte Raum ist ja insbesondere metrisch. Dann ist das y gleich n vollständig. Wir haben eine gleichstetige Folge und dementsprechend die Konvergenz auf einer dichten Menge vorausgesetzt. Und damit ist diese Folge für alle x aus x, also auf ganz x punktweise konvergent. Und die Konvergenz ist gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. Also das haben wir schon gezeigt, weil das folgt aus diesem Lemma 4.19. Und Lemma 4.19 war damals ja relativ isoliert zu sehen, weil damals war es nur das technische Lemma für den Satz von Arcela-Ascoli. Im Kontext mit diesem Kapitel 5 ist es jetzt allerdings durchaus mal ein ganz interessantes Hilfsmittel gewesen, weil daraus folgt dieser Teil hier unten halt sofort. Ja, und dass die Folge gleichstetig ist, das folgt hier oben raus, weil wir setzen voraus, dass diese Menge hier quasi ja kleiner unendlich ist, wenn wir sagen, okay, die Menge aller Folgenglieder muss, also das Supremum war die Norm der Folgenglieder muss kleiner unendlich sein. Dann haben wir nämlich genau diese Voraussetzung erfüllt. Und das fließt jetzt halt in den Beweis ein, das heißt, wir müssen nur noch zeigen, dass der Grenzoperator wirklich in L von XY liegt und beschränkt ist. Also, noch zu zeigen, t in L von xy, Norm t kleiner gleich c, der Rest folgt aus 4.19. So, das heißt, jetzt müssen wir uns noch überlegen, dass diese beiden Dinger gelten. Und dazu gucken wir uns jetzt Folgendes an. Wir betrachten einfach mal die Norm von t angewandt auf x. Jetzt wissen wir, so eine Norm ist stetig auf normierten Räumen. Das heißt, wir können hier den Limes rüberziehen und dann auch rausziehen. Das heißt, das ist der Limes über tnx in der Norm. Das ist jetzt kleiner gleich. Das senden wir hier auf den inneren Teil, diese Ungleichung aus 5, 4 an. Das ist kleiner gleich als die Operatornorm von tn mal die Norm von x selber im Raum. Jetzt ist das hier natürlich sicherlich kleiner als Grenzwert als das Supremum dieser Folge. Also ist ja das Supremum gerade definiert. Das heißt, das ist kleiner als das Supremum n aus n über die Operatornorm tn mal die Norm x. Das Ganze können wir jetzt natürlich dann auch sofort so klammern. Können wir hier oben auch schon machen, weil die Norm von x hat absolut nichts mit dem n zu tun. Das heißt, das ist einfach diese Konstante c mal die Norm von x. Ja, und weil das c kleiner unendlich ist, ist das insgesamt kleiner unendlich. Und daraus folgt sofort, dass t in L von xy liegt. Und daraus folgt natürlich insbesondere, dass die Operatornorm kleiner gleich als das c ist. Das heißt, daraus folgt der Rest. Das wäre sozusagen der Beweis dieses Satzes. Und damit sind wir vom theoretischen Teil her auch durch für dieses Kapitel. Und betrachten jetzt noch eine sehr wichtige Klasse oder eine sehr wichtige Art von Funktionalen, und zwar die sogenannten Dirac-Funktionale, die auch Auswertungsfunktionale heißen. Das ist jetzt zunächst mal das einzige Beispiel, was ich zu Funktionalen machen werde, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe vor, am Ende von Kapitel 7, das steht auch soweit alles schon, noch einen weiteren sehr wichtigen Fall für Funktionale einzuführen, nämlich die Integralfunktionale. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr Wissen über die Inklusion von verschiedenen Funktionenräumen ineinander. Und das sind ja dann gerade die Kapitel 6 und 7 vom Schwerpunkt her. Das heißt, da gibt es erst Sinn, wirklich darüber zu reden, wenn wir dann wirklich auch schon das theoretische Fundament dazu haben. Deshalb machen wir hier jetzt nur in Anführungsstrichen die Dirac-Funktionale. Und dann gucken wir uns am Ende von Kapitel 7 sozusagen nochmal rückgreifend auf dieses Kapitel an, was man denn noch so mit Funktionalen machen kann. So, und für Beispiel 5.12, da gucken wir uns jetzt an einen kompakten metrischen Raum. Kompakt heißt jetzt natürlich in einem metrischen Raum entweder folgenkompakt oder überdeckungskompakt. Und dann nehmen wir uns einen a aus dem k raus und definieren jetzt eben dieses Dirac-Funktional dazu, das nennen wir Delta a. Das soll im Dualraum von C von K liegen. Der Dualraum von C von K, das ist aber nichts anderes als die linearen Abbildung von der
kompakten Menge oder von dem kompakten metrischen Raum K in den Körper K. Und das ist definiert durch Delta A angewandt auf F. Auch hier wieder keine Klammern, weil das Ding ist ja letzten Endes ein Operator, nur halt in diesem Fall ein Funktional. Das F ist also das Argument. Das Argument, das liegt in K. Und da wollen wir es ja auch haben. Das liegt in C von K. Da wollen wir es ja auch haben. Das ist hier nicht ganz richtig. Da muss ein C von K stehen. Hehe. Fehler im Skript. Passiert. Ich hoffe, da muss ein C von K stehen. Ich gucke das nachher noch nach, ansonsten mache ich noch eine kleine Anmerkung an das Video unten drunter. Das hier ist aber alles richtig. Das heißt, das Argument hier, das liegt in C von K. Das ist also eine stetige Abbildung. Und das, was ich daraus bekommen möchte, das ist einfach das F an der Stelle A. Also das Ganze wird ausgewertet, deswegen auch auswertungsfunktional. Ja, wie gesagt, F ist eben in C von K. Jetzt wollen wir natürlich uns irgendwie mal für diese Dirac-Funktionale, das sollte ich vielleicht noch einmal hier drauf schreiben. Eigentlich ist das auch hinterher noch ein sehr interessantes Ding zu betrachten, weil das ist insbesondere eine interessante Distribution, aber dazu irgendwann mal mehr. Jetzt wollen wir erstmal aber für dieses Dirac-Funktional ausrechnen, was ist denn die Operatornorm von dem Ding? Das machen wir auch sofort. Und da ist es jetzt so ein bisschen so, intuitiv wird man ja sagen, das hängt von dem F ab, was die Operatornorm von dem Delta A ist. Wir werden jetzt sehen, das hängt nicht wirklich von dem F ab, weil die Operatornorm von Delta A als Operator, die ist immer gleich. Und zwar werden wir uns das jetzt schrittweise erarbeiten. Was können wir denn zunächst mal sagen? Wir können zunächst mal den Betrag Delta A angewandt auf F abschätzen. Das ist gerade gleich der Betrag F von A. So ist das Ding natürlich einfach definiert. Jetzt ist F von A ein Betrag, aber natürlich kleiner als das Supremum aller x in K über Betrag F von x. Und das, was hier steht, das ist jetzt gerade die Operatornorm von F. Das ist die Operatornorm von F. Ne, das ist die Supremumsnorm von F. So. Nun nimmt einfach das Supremum über den Betrag. Das ist jetzt eine Abschätzung nach oben. Das heißt, wenn ich den Betrag Delta AF nehme und das nach oben abschätze, dann ist das maximal so groß wie die Supremumsnorm von F. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob wir auf dem Einheitsball für Delta A eine schärfere Abbildung kriegen. Und dafür wählen wir uns jetzt erstmal unsere Funktion aus dem Einheitsball, die sozusagen in Anführungsstrichen auf dem Rand liegt. Und zwar die konstante Funktion. Die konstante Funktion, die t einfach immer abbildet auf 1. Die nennen wir f jetzt hier in dem Fall. Gilt natürlich dann, dass die Norm von f, also dieses Supremum hier, dass das gleich 1 ist. Also gilt, und das ist jetzt so eine Folgerung, die gilt halt in jedem normierten Raum. Also gilt F liegt in der Einheitskugel. Die Einheitskugel wollen wir mal EK nennen. Und EK soll einfach sein die Menge aller stetigen Funktionen auf K, für die eben die Supremumsnorm 1 ist. Und dann können wir eben sagen, okay, die Norm von Delta, also die Operatornorm Delta A, das ist ja nichts anderes als das Supremum über f in dieser Einheitskugel EK über den Betrag von Delta A angewandt auf f. Ja, und das ist gerade jetzt 1, weil es eben angenommen wird für diese konstante Funktion t wird abgebildet auf 1. Sonst könnte man nur sagen, es wäre kleiner gleich 1. So können wir sagen, es wird ja mindestens einmal angenommen und das heißt, es ist sogar gleich 1. Mich nervt gerade so ein bisschen diese Subnorm da oben, aber das werde ich gleich in Ruhe aufklären. Und jetzt werden wir uns noch einmal ganz kurz zum Abschluss was angucken.
Und zwar wollen wir anschauen, was passiert, wenn wir im Wesentlichen Linearkombinationen dieser Delta-Funktionale nehmen. Können wir dann auch was über die Operatornorm der dadurch entstehenden Abbildung betrachten oder aussagen. Und dazu gucken wir uns an, oder das Funktional Summe j gleich 1 bis r über gewisse cj mal das Dirac-Funktional an Stellen aj für aj aus k aus dem kompakten metrischen Raum und cj aus dem Körper k. Also das sind quasi Skalare, das hier sind die Auswertungsfunktionale. Jetzt ist es halt so, das ist erstmal als Rohgerüst zu verstehen. Das heißt, hier kommt am Ende quasi noch eine Funktion rein als Argument für die Delta AJs. Und hier vorne hätte man dann L von F sozusagen stehen. Das kann man aber jetzt in argumentfreier Schreibweise sozusagen schreiben, indem man halt einfach erstmal nur sagt, wie sieht das Rohgerüst aus, und man lässt also einfach das Argument weg. Das ist so vergleichbar damit, wie wenn ich schreibe, f ist irgendwie gleich und ich lasse das f von x weg. Das ist somit vergleichbar. Ja, dann haben wir natürlich sofort, dass L in Dualraum von CK liegt, weil das kriegt halt eine stetige Funktion rein, weil wir müssen es in die Delta AJs einsetzen, da können wir eine stetige Funktion reinballern. Und was wir rauskriegen, das ist letzten Endes eine Auswertung, also insbesondere wieder ein Skalar. An der Stelle hier übrigens, wo wir gerade das Ganze hier ausgerechnet haben, sieht man auch schön, warum kompakter metrischer Raum notwendig ist, sozusagen, weil wir wollen ja was über die Existenz dieses Supremums sagen. Und das geht natürlich nur auf kompakten Mengen. Das ist halt der Hintergrund, warum wir hier einen kompakten metrischen Raum vorgenommen haben. Was können wir jetzt unmittelbar über dieses L sagen? Was wir sofort sagen können, ist, dass die Operatornorm von L auf jeden Fall nach oben beschränkt ist. Und zwar durch die Summe j gleich 1 bis r über die Beträge von cj. Denn diese Delta AJs haben ja alle Operatornorm 1. Und das heißt, diese Operatornorm von L kann maximal so groß werden wie die Summe der cj im Betrag. Das r im Übrigen, das ist irgendeine natürliche Zahl. Warum das hier nicht steht, weiß auch kein Mensch. Aber es soll auf jeden Fall eine sein. So, und jetzt wollen wir uns quasi überlegen, können wir ein f so basteln, dass hier auch wieder Gleichheit gilt, weil dann hätten wir die Operatornorm ausgerechnet. Und in der Tat kann man das tun. Und zwar wählt man nun f in ck, also eine stetige Funktion. Die Operatoren, also die Supremumsnorm f soll 1 sein und es soll gelten, wenn ich cj nehme und f auf aj abbilde, dann soll da immer der Betrag cj rauskommen für j gleich 1 bis r. Das kann man immer machen. Im Reellen setzt man das Ganze also so, also setzt man diese Funktionswerte so, dass dieses f von aj immer plus minus 1 ist. Ne, weil dann habe ich hier c mal plus minus 1, das ist immer der Betrag von cj. Das kann man also machen. Im Komplexen hat man ein bisschen mehr Spielraum, weil da kann man einfach irgendwas nehmen, was auf der Einheitskreislinie liegt. Das sind im Wesentlichen dann Potenzen von E nach der Eulerschen Formel. Da hat man zwar ein bisschen mehr Spielraum, aber es passiert im Wesentlichen das Gleiche. Man kann es halt nur nicht mehr zeichnen. Wenn man so ein f gewählt hat, dann folgt natürlich sofort, wenn ich das L wirklich mal auf das f anwende, dann steht da nichts anderes als die Summe von j gleich 1 bis r über Betrag cj, weil das ist ja gerade das, was hier drin steht. Weil das L ist so definiert, wir haben hier hinten stehen cj mal Delta von aj und Delta aj. Wenn ich jetzt diese Delta aj so setze, dass dieses Produkt hier drin immer konstant 1, immer genau dieser Betrag von cj ist, dann kann ich natürlich L angewandt auf f sofort schreiben als die Beträge von cj hier drin. Und dann habe ich hier die Gleichheit für diese spezielle Funktion. Und damit folgt dann sofort, dass die Operatornorm von L tatsächlich gleich der Summe j gleich 1 bis r ist über diese Betrag cj. Jetzt möchte ich noch ein Wort verlieren, weil das ist ein sehr, ja, ungeometrischer Ansatz hier bis jetzt, weil wir haben nichts gezeichnet. Man kann dieses f sich auch mal quasi visualisieren, zumindest auf der reellen
in der reellen Variante. Im Komplexen ist das immer so ein Problem mit Zeichnen von Funktionen, weil da haben wir ja vier Dimensionen. Und deswegen machen wir hier einfach mal folgenden Ansatz. Wir nehmen uns hier mal das Intervall von minus 1, 1 auf der y-Achse raus. Das reicht uns aus, weil wir wollen ja, dass die Supremumsnorm 1 ist. Das heißt, wir sollten den Betrag einfach in dieser 1er-Schranke hier bleiben. Und jetzt definiert man sich quasi folgendermaßen die Funktion. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier zum Beispiel a1, hier a2, hier a3, hier a4 und hier hinten vielleicht noch so ganz gedrubbelt a5, dann könnte man zum Beispiel dieses f so wählen, dass es halt hier auf dem ersten Stück so konstant 0 ist bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es hier einmal runter auf die minus 1 und dann in Äquidistanz wieder hoch auf die 0 runter, sodass hier in A1 halt gerade der Punkt minus 1 erreicht wird. Dann haben wir das gerade so gewählt, dass das passt. Dann setzen wir das wieder so fort, dass es 0 ist. Dann machen wir jetzt hier das Gleiche. Dann darf das Ding aber natürlich auch hochgehen. Nicht so. Dann darf das Ding aber natürlich auch hochgehen bis zur 1. Ja, und hier hinten müssen wir die Kegel quasi ein bisschen kleiner machen, damit das hier alles sauber passt. Das kann man jetzt nicht mehr so schön zeichnen, aber wenn man sich das sauber hinmalt, auch wirklich mit Geodreieck und so weiter, dann kriegt man hier einen ganz guten Plot raus. Und so sehe so eine Funktion f halt aus. Und diese aj, die sind ja von Anfang an vorgegeben, weil so ist das l. Die gibt ja das l vor, weil da möchten wir ja gerade drin auswerten. Ja, diese Dirac-Funktionale, die ermöglichen halt ganz elegante Sachen an einigen Stellen der Funktionalanalysis, unter anderem hinterher in der Distributionstheorie, wo ich noch nicht weiß, ob die hier jemals auf dem Kanal wirklich entfaltet wird. Ich möchte das nicht ausschließen, weil das ist ein hochinteressantes Thema. Ich möchte mich allerdings auch nicht in die Lage versetzen, das zu können, weil das ist nämlich nochmal eine Stufe härtere Mathematik. Insbesondere braucht man da erstmal relativ viel Vorlauf zu. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares Beispiel, um mal die Operatornorm wirklich an einem schönen Beispiel zu illustrieren und auch an einem Beispiel, was wirklich wichtig ist. Denn dieses Dirac-Funktional oder Delta-Funktional oder Delta-Distribution, das hat wirklich ziemlich viele Anwendungen. Gerade auch, wenn man in den Bereich Elektrotechnik oder auch digitale Bildverarbeitung reinguckt, da sind das sehr, sehr wichtige Geschichten. Und man nennt diese Operatoren auch Punktoperatoren zum Teil, weil die einfach bezüglich auf das CK einen Punkt bekommen, nämlich eine Funktion, das ist ja ein Punkt in dem Raum und auch gerade nur einen Punkt im Bildraum ausspucken. Das variiert aber je nachdem, welches Werk man da gerade oder welches Buch man gerade liest. Das kann halt beides mal vorkommen. Also was haben wir nochmal zusammenfassend in diesem Kapitel jetzt an Theorie erreicht? Wir haben zunächst mal die Begriffe lineare Operatoren geprägt. Und dann haben wir so ein paar elementare Aussagen zu der Eigenschaft und Struktur von Kern und Bild getroffen. Haben ganz wichtig gezeigt, dass lineare Operatoren beschränkt sind und beschränkte Operatoren auch äquivalent ist, dass die Beschränktheit äquivalent ist zur Stetigkeit. Dann haben wir diese Operatornorm auf der Einheitskugel definiert. Wir haben uns diesen Raum L von XY hingenommen und dann haben wir ein paar Aussagen dazu gezeigt, wann L von XY vollständig ein Banachraum ist. Nochmal Kategorien oder nochmal, mir fällt das Wort nicht ein, Bedingungen für Gleichstetigkeit und den Beziehungen zum vorigen Kapitel gezogen und das Ganze am Ende mal auf konkretes Beispiel, nämlich diese Dirac-Funktionale, angewendet. Ich hoffe, dass das einigermaßen erhellend war zum Thema lineare Operatoren. Diesmal kann ich auch schon recht konkreten Ausblick geben, was wir im nächsten Kapitel machen werden. Das ist nochmal ein etwas theoretischeres Kapitel. Da werden wir uns mit dem etwas sperrigen Begriff des Tensorprodukts beschäftigen. Der ist allerdings nach hinten heraus notwendig bzw. sehr sinnvoll, weil damit werden wir einen Approximationssatz in Banachräumen beweisen können, den wir dann noch relativ häufig mal brauchen, wenn es um so Dichtheitsaussagen geht, weil der ist ganz hilfreich in der Hinsicht. Gut, das Video ist schon wieder ein bisschen länger geworden, als ich das eigentlich geplant hatte, aber dafür ist der Stoff hoffentlich ausführlich zur Geltung gekommen und ich hoffe, ich war auch nicht zu schnell an einigen Stellen. Falls ihr Fragen habt zu dem, was hier behandelt wurde oder zum weiteren Verlauf des Ganzen oder oder zu irgendwas anderem, was jetzt hier themenbezogen ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare, genauso wie Anmerkungen, Fragen, Kritik und Lob. Das ist aber auch so wie immer. Ansonsten bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit.
und fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal bei der FA, bis zum nächsten Mathe-Video oder bis zum nächsten generellen Video. Ich weiß ja nicht, ob ihr nur die Mathe-Inhalte guckt oder auch die anderen Sachen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und sage einfach mal Tschüss.